Miesester Cut ever. Ja, warum hört das Nachtvolk nicht auf dich? Genau. Das ist wie zu sagen, Caesar und Kimble würden einander zuhören. Nachtvolk vertrauen einander nicht. Mutanten eingeschlossen. Ach toll. Tja, was passiert, wenn King geht? Wenn das passiert, kann es gut sein, dass andere Nachtvolk folgen. Dann wird es schwer, sie mit einem Heilmittel zu versorgen. Erstmal entwickeln. Schlimmer noch. Wenn Keen und das Nachtvolk auf der Jagd nach Stealth Boys die Mojave durchflügen, wird es Tote geben. Die meisten Menschen können Mutanten nicht unterscheiden. Kann sein, dass sie auf der Suche nach Rache hierher kommen. Aber die sind blau. In Ordnung. Bis dann. Na toll. Ja, ich brauche auf jeden Fall bessere Waffen und am besten umsonst, weil ich kann... Ach, da hätten sie ja noch mehr. Okay, gut, er war vielleicht doch nicht ganz so allein. Das Problem ist, ich kann jetzt unmögliche Söldner da alle niederschießen. Das wird nichts. Selbst mit meinem Alien Blaster. Ich bräuchte halt irgendeine super präzise Waffe, die günstig zu kriegen ist. Schleichen ist wirklich einer der besten Skills. Ach Mann, schon wieder schleichen? Und die haben halt auch alle... Mann, ich bräuchte eigentlich alles. Also ich muss wahrscheinlich zum Camp Golf tatsächlich zurück, um einfach die gute Rüstung zu kriegen. Und... Wenn ich denn der Partylöwe hat nachgelassen, das ist sehr schade. Achso, ich könnte ja vielleicht eventuell meinen. Ja, der Tarnanzug, so weit sind wir noch nicht. Erstmal brauche ich hier wieder meine Wall 13 Overwall. Meinem Negligé hier am helllichten Tag rumzulaufen, da scheint mir wie falsch. Boon ist auch noch dabei. Wo bin ich hier eigentlich gerade aus der Karte? Ich müsste doch gerade maximal entfernen. Oh ja. Oh ja, ich bin richtig weit rausgekommen. Warte mal, was ist denn da vorne noch auf dem Radar? Ranger Station Foxtrot. Na, dann laufen wir da mal hin. Zur Ranger Station. So ein bisschen das ist so ein Schalldämpfer, wenn du den VATS nimmst, den Gegner einen Schuss killt, wird das nie rausgefunden. Ich habe den Waffenländer bei Vegas, den Boa Tsar gekauft. Kostet zwar viel, ist aber saupräzise. Sturmgewehr mit Zielfernrohr. Ja. Aber ich erfahre gerade, dass wenn ich Leute im VATS erschieße und die Insta-Kille, dass ich dann nicht verfolgt werde, wenn ich außerhalb der Hörreichweite der Waffe bin. Oder halt mit Schalldämpfer rumballere. Weil es dann keiner weiß, wo es herkommt und sich anscheinend niemand um seinen toten Kameraden schert. Aber soweit sind wir halt noch nicht. Wir sind hier immer noch mittellos. So ein bisschen zumindest. Warum habe ich hier eigentlich zwei Punkte vor mir? Ich meine, hinter mir hätte ich ja voll akzeptiert, aber vor mir? Ich laufe echt ziemlich planlos durch die Wüste. Ja, ich schätze mal, dass da vorne ist Ranger Station Foxtrot. Kann ich mir zumindest nicht anders erklären. Komme ich jetzt hier runter, ohne zu sterben? Ich quicksave mal. Ist mit... Ich meine, ich bin in Skyrim auch nie gestorben beim Berge runterkracken. Bis auf einmal. Und da war es dann echt bitter. Guck mal, ich habe einen Bunker der Versprengten gefunden. Remnants Bunker. Ist das irgendein Addon? Ich hoffe nicht. Ist das, wo der gute Amerikaner ist? Vault 34? Das sieht hier irgendwie sehr nach... Kennt ihr Cube Experimental für Fallout 3? Muss anscheinend eine Parole, um naheliegende Tür zu öffnen. Schade. Dieses Schloss kann nicht geknackt werden. Caution. Na gut, dann möchte mich dieser Bunker nicht. Schade eigentlich. Brushgun, Cowboy-Skill, selbstgemachte Munition, K120 Gramm pro Schuss. Tja. Der Bunker gehört zur Mission des freundlichen blonden Arts. Ja, den bin ich auch schon begegnet, aber ich möchte erst Boon zu Ende machen. Danach können wir den freundlichen blauen, den freundlichen blauen Schlumpfarzt können wir danach abfrühstücken. Wo ist denn jetzt eigentlich mein verdammter, wo ist denn der Sendemast hin? Och Mann, der war doch hier, oder? Ich höre schon wieder seltsame Geräusche von der Musik her. Ich wäre ohne... Ah, hier haben wir es doch. Also ich weiß nicht, ob man so im Tal so richtig geil funken kann. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber... Zack. Ach, guck mal, kleines Klohäuschen haben sie auch. Aber ich sag, das ist nicht die schlechteste Station. Oh, Boon, nicht sterben. Hey, die müsste ja eigentlich locker runterfliegen. Es ist nicht die schlechteste Station. Was kann ich eigentlich mittlerweile auf der Nachladebank bauen? Ich kann doch... 10 mm Patronen kann ich bauen. Wie viel denn eigentlich? 50 kann ich bauen. Nee, halt, wie viel kann ich bauen? Oh Gott, das steht hier natürlich nicht. Ja, ich denke mal, ich baue dann mal 10 mm Patronen. Akzeptieren. Oh, 6 Stück. Wow. Jetzt habe ich, glaube ich, keine... Ja, jetzt habe ich keine Treibladung mehr. Verdammt. Warte, was fehlt mir für 10 mm Patronen? Ja, es steht nicht mal dran, ne? Ah, ist das ein Elend. Ich glaube, ich hätte mal gucken sollen, was ich ganz wenig habe. Hallo. Hallo. Die Ranger scheinen ja, naja, so richtig gemütlich ist das Leben hier nicht, aber und das ist wahrscheinlich total kacke, wenn du angegriffen wirst, aber sonst. Kommandooffizier Lenk, hallo. Wenn Sie wegen des Geldes hier sind, ich habe den Omertas gesagt, dass ich es zurückzahle. Ich brauche nur mehr Zeit.
Vergisspistolenmunition. Aha. Ich komme wegen der Märterschulden. Ich bringe neue Funksicherheitscode aus Fallen Hope. Genau. Oh. Na. Tja, das kann ich machen. Danke. Lagerfeuerburn. Ich merke mal, er möchte mir Lagerfeuer sagen, dass ich da Essen kochen kann. Mach ich gleich. Was war da mit den Omertas? Ich habe den Kassierer im Gomorra überzeugt, mir ein paar Chips vorzuschießen. Ich war sicher, dass ich gleich eine Glückssträhne hätte. Es lief dann nicht so gut. Aber die Omertas waren nett und meinten, dass sie mir etwas Zeit für die Rückzahlung einräumen. Aber sie haben auch gesagt, dass sie gar nicht nett sein würden, wenn sie nochmal über meine Schulden mit mir reden müssen. Wie praktisch, dass du hier unglaublich weit draußen bist und hier sowieso keine Sau herkommt. Ich dachte, das ist ein furchtbares Hart sein. Ja, genau. Ich möchte nicht darüber sprechen. Was du brauchst, ist der Handloader-Perk. Und danach baust du alle 308 und 75 Munition selbstgemachte um. Wenn ja, finde ich, ihr Version wäre mir lieber, ja. Wir waren auf Patrouille beim Staudamm, als uns ein Überfallkommando erwischt hat. Wir hatten nicht mal Zeit, per Funk Meldung zu machen. Ich wurde von einer Machete am Kopf getroffen und fiel um. War nicht tot, nur schwer verletzt. Als ich aufwachte, konnte ich vor Angst nur zittern. Der Rest vom Trupp wurde gekreuzigt, abgeschlachtet, verstümmelt. Mich haben sie übersehen. Die wussten vielleicht, dass ich innerlich gebrochen war. Ich spielte und trank danach ziemlich viel. Bekam Ärger, aber die Ranger gaben mir eine zweite Chance, statt mich rauszuwerfen. So kam ich hierher. Ah, ja. Sieht interessant. Machen Sie anderen? Haben Sie nicht? Die Ranger hätten Sie nie aufnehmen dürfen. Ach nein. Ich muss leider freundlich sein, das geht sonst nicht. Vielleicht. Aber danke, dass Sie das so sagen. Kein Problem. Ich könnte nochmal wegen der Omerta-Schulung. Was machst du hier, genau? Ich bediene das Funkgerät und melde, wenn ich Großkarne sehe, die den Red Rock Canyon in großer Zahl verlassen. Ah, ich habe anscheinend eine neue Kartenmarkierung. Das ist ja hochinteressant. Vorsicht vor. Ja, die Großkarne. Man hört nochmal nur von denen. Aber ich glaube, die hassen mich noch nicht. Die würden auch eher mit mir reden. Was haben wir hier noch Schönes? Buchdeckung. Jawoll! Ich habe ein Buch gefunden. Und eine Mietenkiste. Warte mal, da müssen wir mal kurz ein bisschen Karma raufgeben. 308er Munition ist einfach perfekt fürs Schaffen zu können. Ja, so weit sind wir aber, wie gesagt, noch nicht. Splitterminen, hervorragend. Was? Die Großkarne mögen dich. Okay, die mögen die Großkarne nicht. Buchlesen burn ist schwer. Ja, kommt gleich. Oh, ich hätte mal quicksafen sollen, ich Idiot. Oh Gott. Sorry, Leute. Dann müssen wir... hallo, welche Taste war denn hier laufen? Warum laufe ich denn so abgehackt? Jetzt, geht doch. Ja, dann muss ich jetzt noch mal kurz alle Dialoge durchklicken. Wo kamen die denn mal her? Ich war doch gerade noch versteckt. Achso, ich bin... Wo bin ich denn hier eigentlich? Deswegen. Gott. Das hat mich jetzt ja überrascht. Wie konnte das denn passieren? Mann. Nicht beim Runterfallen sterben, das wäre gut. Au, war klar. Jetzt habe ich mir gerade noch beide Beine gebrochen. So, wo ist denn jetzt hier? Ach, die steht normalerweise hier immer drinnen. Das ist natürlich wenn doof. Sie wegen des Geldes. Ja, bla bla. Was ist denn jetzt da schon? Eden und bla. Sprache 30. Ich bediene das. Ah ja, okay, tschüss. So, möchte ich jetzt wieder rausgehen? Das Buch darf ich nehmen, das ist ja schön. Das ist ein bisschen riskant, ne? New Vegas Klinik, da gibt es ein Gebäude vermint und voller Fallen. Na super. Haha, mein Schleichskill ist schon gut genug. Wie mich hier keiner sieht. Na gut, Sensormodul können wir lassen. So, mit minimalen Karma-Verlust geht's dann weiter. Ach, schön. Mann. Hilfsmittel? Das Buch lesen auf jeden Fall. Was sehr schwer, wurde mir gesagt. Und das Lagerfeuer benutzen. Keine Angst, ich vergesse das nicht. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was das hier ist. Deployable iBot Kit. Was macht das? Kann ich denn... Was? Toll. Ich glaube, ich hätte das besser nicht getan, oder? Jetzt habe ich hier noch ein iBot. Warum habe ich jetzt zwei iBots? Wann habe ich das Ding gekauft? Na toll. Ich kann Schlitzer herstellen. Bestehend aus... Aha, Schadensresistent plus Schaden. Mhm. Aus Yucca-Bananenfrucht. Das ist ja schön. Wissenschaft 50. Und sonst kann ich gar nichts machen. Von all den vielen Sachen, die es gibt, kann ich nichts bauen. Ich sollte vielleicht mehr... Wildwasser könnte ich bauen, aber ich zu wenig Überlebensskill für...
Angriffsgeschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit mit Visier. Ist interessant. Wolkenkurs. Ich glaube, ich muss mal Überleben auf 40, 50 bringen und... Jetzt habe ich nicht das Buch gelesen. Jetzt habe ich meinen scheiß iBot rausgehauen. Ich würde den gerne wieder einpacken. Oh Mann, jetzt habe ich zwei von diesen dummen Bots. Langsam wird es echt ein bisschen über mit den ganzen Begleitern. Wo ist denn jetzt das Buch hier? Mit Magazin... Drugs... Buch. Deckung. Sprengstoff von 3 erhöht. Jawohl. Ja, jetzt habe ich vor allen Dingen noch so ein Vieh mit so einem Nervgeräusch. Oh Mann. Dude, schreibt Dings Zombie. Ich glaube, er möchte mir jetzt verklickern, dass das keine gute Idee war, die scheiß iBot zu droppen. Eddie ist not stupid. Ich mag Eddie. Aber ob der jetzt irgendwie... Ob der mir das jetzt übel nimmt, dass ich noch einen iBot habe? Ah, der neue iBot sieht auf jeden Fall heiler aus. Na gut. He owns... Ja, die ist aber wirklich ein bisschen dolle stark, muss man dazu sagen. Achso, ich könnte direkt noch meine neue Watz-Laserwaffe ausprobieren. So, ich habe gerade irgendwelche Honig-Mesquitenschoten hinzugefügt. Das ist ja klasse. Gut, dass ich so einen dicken Rucksack auf dem Rücken habe. Ohne den wäre ich schon lange überladen. Ja, ich denke mal, ich glaube, ich schnellreise jetzt nach New Vegas, weil andernfalls werde ich jetzt hier noch 100 Jahre durch dieses Tal durchirren und nicht hier nie rauskommen. Oh, ich könnte noch kurz zum Red Rock Canyon. Da bin ich immer akzeptiert. Das wäre diese Richtung gar nicht weit. Wenn du die alleine lässt, vermehren die sich? Das wäre in der Tat eine interessante Frage, ob die sich gegenseitig neu bauen. Wahrscheinlich. Ach, schön. Ich und meine iBot-Armee. Ich brauche noch mehr von diesen Deploy-Kits. Dann könnte ich jetzt zigtausend iBots züchten und meine Armee. Und dann erobere ich New Vegas einfach. Ein Babybot, genau. Den hätte ich denn. Wie weit muss ich denn hier eigentlich noch laufen? Ja, es geht. Und danach schnell reise ich nach Novak, schlafe da, pack mein ganzes Zeug ab, was ich nicht mehr brauche, guck, was ich noch sonst noch machen kann. Oh Gott, das wird mindestens 10 Minuten dauern. Ich mag ja so eine Organisationsfolgen eigentlich nicht so. Kannst ja per Konsole cheaten. Was? Nein, per Konsole cheaten, das mache ich nur, wenn ich irgendwo festhänge. Dann finde ich cheaten auch okay, wenn man irgendwie sich... Warum ruckelt? Was ist denn hier los? Das hängt ja gar so... Also, cheaten ist in dem Moment okay. Also, wenn ich hier das hier mit der Konsole... Wenn ich so rumschieße, dann finde ich das nur in dem Moment okay, wo ich... Okay, ich glaube, ich komme hier gar nicht zum Red Canyon. Weil... Ich meine, der Weg führt mich eigentlich nur zu dem Haus da hinten. Ich komme hier gar nicht durch. Oder ist hier vielleicht gerade genau hier in Fahrt? Nee. Na gut, dann auf nach Novak. Und danach versuche ich dann noch Vault 3, Repcon Hauptquartier, Black Mountain, Quarry Junction, Slow und da war ich zwar nur in Hidden Valley, NKVCs veranstaltet. Na egal. Wo ist denn hier Helios One? Gibt es einen Schrott? Novak. Ja, ich möchte nach Novak. Camp Golf Hust, wo NPCs Rex und Ido ohne Grund angegriffen haben. Keiner wusste warum. Was? Camp Golf kommt gleich. Erstmal nach Novak. So ein Quatsch wie zum Beispiel diese Laserwaffe hier abpacken oder am besten gleich verkaufen. Ich meine, ich brauche die nicht. Aber ich muss mal gucken, welche Laserwaffe Sinn macht. Vielleicht ist die ja besser als die anderen. Ah, ich habe mittlerweile so viel Zeug im Inventar. Guck mal, mein Teddybär ist auch noch da. Also mein zwei Teddybär, ich habe ja zwei. So, guck mal, dann können wir jetzt zum Beispiel die 380er Patronen abpacken, weil ich habe keine Waffe, die verwendet. Die brauche ich erstmal nicht. Die Magnum Patronen brauche ich genauso. Die 44er Patronen brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Gut, die Plinke hier, die wiegt nichts. Doch, die wiegt auch was, dann kann ich die weghauen. Brauche ich sowieso gerade nicht. So, dann haue ich jetzt mal die ganzen Alien-Waffen weg. Also, wenn sich irgendwie mal abzeichnet, dass ich irgendwie mal einen Kampf machen muss. Captain Sidearm haue ich auch weg. Ship des Atomic Wrangler, ach so. Ach ja, für jeden... Ah, verdammt, es gibt für jeden Ort ein eigenes Ship. Das ist ja doof. So, die Elektronenakkus, den Flammenbrennstoff, den kann ich auch wegpacken. Die brauche ich nicht. Neckisches Nachtgewand, das behalte ich mal das ganze Zeug. Das Pulver wiegt sowieso nichts. Die Businesskleidung ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich die bei habe. Die Shockbands, die kann ich eigentlich verkaufen. Ich meine, die sind nicht viel wert. Aber die werde ich, glaube ich, auch nie benutzen. Insofern ist das Wumpe. Der Wanderhändlerhut, die behalte ich. Genau wie die ganzen Drogen wiegen ja alle nichts. Blablabla. So, die ganzen Hülsen wiegen ebenso nichts. Die kleinen entladenen Energiezellen auch nicht. So, eine 44er Magnum, die brauche ich garantiert nicht. Die Knarre. Behalte ich erstmal. Die komische Maschinenpistole, die packe ich erstmal weg. Vielleicht brauche ich es einfach nochmal. Das Dienstgewehr behalte ich, genau wie das Jagd.
Oh, das Dienstgewehr, das Jagdgewehr fällt mir gerade auf, verwendet die 038er. Pack ich's weg. Uah. Ich finde das Akkugewehr sehr cool für kurze Kämpfe, weil sie keine Muni braucht, aber länger würde ich den Materialmodulator benutzen. Ich habe mir über Sachen geschieht. Ich habe einen Mantel gefunden, der gute Rüstung hat und gut aussieht. Der Reparierkosten aber über 1000, oh, 10.000 Groten. Das wäre mir auch ein bisschen zu viel. Impulsgranate behalte ich mal. Die Splitterminen, die verticke ich gleich. New Cooler Victory packe ich weg. Die hebe ich mir auf. Oder warte mal. Warte. Wo ist die? Da. Nehmen wir sie mit. So, dann habe ich ja gerade verdammt viel. Denarif habe ich relativ viel dabei, aber die wiegen alle nicht so viel. Na gut, ich denke mal, dann kann ich. Oh, ich habe immer noch so viel. Ich müsste mal was wegpacken, was ich in Massen habe. Ein Stealthball 3001 habe ich dabei. Ist der besser als normaler Stealthball? Okay. Was habe ich denn noch dabei, was so richtig viel wiegt? Ich denke mal, Essen werde ich wahrscheinlich noch irgendwas haben, was. Der Raumanzugshelm wiegt sowieso nichts, bringt aber auch nichts. Eigentlich hätte. Nein! Warte. Nein! Na geil. Ja, Freunde, jetzt wird es ein bisschen länger dauern, bis ich hier. Oh nein, ich hab's wieder getan! Warum tue ich das? Nein, und wieder! Ihr wisst ja gar nicht, wie mich das jetzt ankotzt. Einmal A gedrückt aus Gewohnheit. Oh nein. Nein! Warum tue ich das immer? Ja, wann war denn der letzte? Ich glaube, ich lade jetzt den Autosave. Das wird, glaube ich, noch am einfachsten sein. Oh Mann, ey. Skyrim-Gewohnheit? Was war denn da A? Ja, du würdest mal halt unter Taste drücken musst zum Ablegen. Und ich drücke ja auch immer A, weil das. Und gerade habe ich A gedrückt, weil es weniger. Es waren weniger als 5 Gegenstände. Und dann. Das muss ich ganz vorsichtig sein. So. Das. Ach, Mann, ey. Und ich dachte, ich krieg das jetzt schnell hin mit den ganzen. Hat die Überladungs- und der Mikrofusions- und den Raketensouvenir? Ach, die wiegen ja gar nichts. Ich muss davon noch mehr mitnehmen von den Raketensouvenirs. Die könnte ich ja für teuer Geld verticken. Schnapsglas, Schockbaiten. Hau ich jetzt erstmal weg. Wanderhändlerhut, Fernglas, bla bla bla, die ganzen Drogen. Alien Blaster, Mensch, da haben wir noch einen. Ah ja, das. Da wird doch nie mit der Energiewaffe renne ich doch öfter mal rum. Der Gecko-Steak. Ich packe erstmal das komplette Großraumfleisch weg, weil das brauche ich jetzt auch nicht. Das wiegt aber verdammt viel halt, ne? Blei habe ich dabei. Es wiegt aber nichts, also nur 68 Gramm wiegen 483 Blei. Ah, ich habe groß viele Stimpacks dabei, die übrigens groß was wert sind, aber leider auch nichts wiegen, also bringt mir das nichts. So, jetzt hier den Magnum-Rover kann ich wegfangen. Die Maschinenpistole, das Jagdgewehr packe ich weg. Ja, eigentlich wäre es klüger, dann kann ich auch eigentlich das Kleinkalibergewehr wegpacken. Das Dienstgewehr braucht genau die gleiche Munition, macht aber SPS 23. Naja, packe ich das Kleinkalibergewehr weg. So, dann die Splitterminen, die verkaufe ich gleich. So, die New Cola Victory behalte ich erstmal im Inventar. Das passiert mir auch immer wieder. Du kannst die Raketen nicht verkaufen, also ging es früher nicht. Na, schade. Sonst hätte ich hier, wäre ich jetzt nämlich gleich in den Raum da reingegangen, hätte alle Raketen gesammelt, die man so sammeln kann und hätte die dann alle vertickt an den Händler und hätte mir die gute Waffe geholt. Ich schlafe erstmal 8 Stunden. Doch, bleiben Pulver wiegen doch was. Ja, aber so wenig. Okay, 8 Stunden Schlaf, es ist 6 Uhr morgens. Hey, ich bin mit meiner Autobot-Armee hier. Ich brauche davon noch mehr. Mehr. Ach, Mann. Na gut, es hat doch nicht 10 Minuten gedauert, sondern nur. Ach, ich bin durstig. Kann ich nicht endlich mal in ein Hotelzimmer? Da war doch auch was zu trinken, oder? Warte mal, dann kann ich doch eigentlich. Aber so wenig, dass du brauchst, dass du mindestens 500.000 Blei brauchst, um was zu sehen. Ja, ich denke auch. Hier war doch. Ich hatte doch hier für Wasser, oder? Boah, das ist ja übel verseucht, das Wasser in meinem Apartment. Da trinke ich aber lieber mal. Hier Durst habe ich einen. Ach ja, wir leben in einer strahlenden Welt. Ach Mann. Dann essen wir doch mal eben. Nee, Wasser aufbereitet. Und dann essen wir noch ein Gecko-Steak. Turbo, Detect Range. So, Hunger. Was geht?
Ja, schlafen ist schon eine Überlegung wert. So, und jetzt habe ich zum Glück gerade noch was gesehen, was ich unbedingt noch machen wollte. Wo ist denn jetzt Nicola? Nicola? Nein. Mir fällt gerade auf, ich habe einen Safe. Hallo. Oh, jetzt blocken diese dummen NPCs hier alles. Mann, geh weg, Edi. Ja, jetzt. Ja, es geht. So, jetzt noch. Komm. Ja, ja, na, wirst du wohl. Ich habe Angst, dass sie gleich zerbricht, die Flasche. Oh, man kann die sogar an verschiedenen Orten anfassen. Na komm. Na gut, dann stehe ich sie halt doch hier auf den Tisch. Wuhu! Es hat geklappt. Auch wenn das die Kette zur anderen Seite zeigt. So, jetzt aber.